Ist ja schon gut. Did a little girl run out of here? Yeah, she was too fast for me. Aren't you gonna go after her? Hier wird doch noch was anvisiert. Ach da. Okay, dann verfolgen wir mal das kleine Balk. Scheint ja da hinten um die Ecke gerannt zu sein. Ich habe ein Stahlrohr. Bowling-Hinterhof. Ist mir auch nicht gerade sympathisch, die Ecke. She went through there. Na super. Im Leben nicht. Is there any other way? Yeah, there is. Right through there. Na dann. It's no good. It's locked. Aha. Ja, ja, James. Ja, ja. Sehr interessante Fähigkeiten. Oh, die Musik ist so schön. Was? Kiss. Ach, die will nicht. Kasten. Und wir sind hier im Heaven's Night. Jawohl. Gibt's auch eine Stange, na dann wollen wir mal, ne? Schade. Ja, und zurück in den grauen Silent Hill Alltag, möchte ich fast schon sagen. Leider. Das tat aber auch mal ein bisschen gut, die kleine Abwechslung hier. Okay. Da ist er. Over there. Oh nein. Oh nein, was ist das für ein Gebäude? Sieht mehr nach einem Krankenhaus aus. Oh Gott, nein. Ich laufe erstmal weiter.
Gegend hier ist auch zunehmend waldig. Also in Silent Hill möchte ich nicht in einem Wald rumstapfen, ganz... Ja. Wir müssen da rein. Ich hab... Oder wir haben keine andere Wahl. Ja, Krankenwagen. Herzlich willkommen im Krankenhaus. Brookhaven Hospital. Okay, Lage besprochen. Ach du Scheiße. Okay, 1F. Hier gibt es ganz viele Räume und einen großen Garten. BF ist der Keller. Zweite Etage und dritte Etage sowie das Dach. Halleluja, Freunde. Hier werden wir Spaß haben. Das kann ich euch garantieren. Und schöne Krankenhausmusik. Ich würde mal sagen, abgeschlossen. Wow. Größere Lags. Ich würde mal sagen, die schöne entspannte Zeit ist jetzt rum. Wir sind definitiv wieder in einem gruseligen Dungeon. Und ich scheiß mich hier definitiv gleich voll. So wie es aussieht, ist hier echt alles dicht, ne? Aber ich habe ja eine Begleitung bei mir. Ah, hier ist offen. Roter Zettel. Ich werde hier auch definitiv speichern. Aber noch nicht jetzt. Nichts Interessantes. Scheint sich um die hiesigen Patienten zu drehen. Ah, wir können ein Schriftstück lesen. Oh Gott, das Ding hat auch mal bessere Zeiten erlebt. Jack Davis. Bisher 3 Suizidversuche, Gründe unbekannt. Normalerweise ein vorbildlicher Patient, der den Anweisungen von Ärzten und Pflegern folgt. Wegen der plötzlichen gewalttätigen Suizidversuche ist jedoch eine ständige Observation nötig. Joseph Barkin. Seine Krankheit wurzelt im Gefühl, den Tod seiner Tochter verursacht zu haben. Symptome für psychotischen Bruch und paranoide Wahnvorstellungen. Normalerweise ruhig, hat aber eine Neigung zur Gewalt, wenn er sich aufregt. Joshua Lewis. Viele Aufenthalte in Krankenhäusern sowie zahlreiche Delikte wie tätlicher Angriff, Körperverletzung und andere Gewalttaten. Er hat einen starken Verfolgungskomplex und eine Neigung, Probleme durch Gewalt lösen zu wollen. Äußerste Vorsicht. Okay, das Krankenhaus hat anscheinend nur gewalttätige Patienten. Das gefällt mir nicht. Verschiedene Akte, Papiere, Dokumente, nichts Interessantes. Oh, my lady, wir sind hier alleine im Abstellraum. Ja. So, was haben wir denn hier? Das Potenzial für diese Krankheit gibt es in allen Personen und kann jeden Mann oder jede Frau unter den richtigen Voraussetzungen genauso wie ihn auf die andere Seite treiben. Aha.
die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen hier und dort. Sie liegt in dem Bereich, in dem sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nahe als auch weit entfernt ist. Manche sagen, dass es gar keine Krankheit sei. Ich kann Ihnen nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder Psychiater. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, dass seine Vorstellungen für uns nichts weiter sind als die Erfindungen eines unruhigen Geistes. Aber für ihn gibt es einfach keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer eigenen Wirklichkeit ziehen? Etwas anderes wurde mit der Hand geschrieben. Joseph hat mir den Schlüssel gegeben. Es ist wohl der Schlüssel zu dieser Kiste. Purpurroter Bulle. Okay. Von einer anderen Wirklichkeit wird hier gesprochen. Na. Ich speichere jetzt auf jeden Fall erstmal. Wow. Also ich bin mal wieder echt weit gekommen. Ich mache jetzt hier auch mal einen kleinen Schnitt. Ich habe schon wieder lang gezockt. Und mittlerweile ist es auch schon 22:30. Ich werde ein bisschen rendern und ein bisschen weiterarbeiten. Und vielleicht dann noch ein bisschen aufnehmen. Naja, bis zum nächsten Mal, euer Slugsy. Ciao. Hallo und wunderschönen guten Abend beim nächsten Teil von Silent Hill. Wir sind im Brookhaven Krankenhaus. Da habe ich gestern Abend aufgehört zu spielen. Mittlerweile ist es der nächste Tag Abend, logischerweise, wenn ich eben sage gestern Abend. Wir haben Samstag, 11 Uhr. Ich habe heute nichts vor. Ich bin zu Hause. Ich widme mich voll und ganz der Silent Hill Welt. Und habe eben noch ein Kaba getrunken. Ja, zur Nervenberuhigung. Der Slugsy trinkt nicht nur Bier, nein. Oh, hier ist abgeschlossen. Weil bei Silent Hill werde ich das definitiv brauchen. Gut, das Treppenhaus ist auf. Entschuldigung. Der Keller ist gesperrt, das passt mir sehr gut. Dann kann ich hier im Erdgeschoss ganz normal weitermachen. Oh mein Gott, was ist... Oder auch nicht. Na gut, hier ist alles dicht. Okay, den einen Raum habe ich noch nicht, aber der wird wahrscheinlicherweise auch dicht sein. Ja. Also müssen wir doch hoch. Zwei F will ich noch nicht. Drei F will ich auch noch nicht. Ich will mir erst das Dach angucken. Ich bin ein bisschen feige, ich weiß es, aber ich will die Gefahr rausschieben. Natürlich. Aber das lässt die Gefahr natürlich nicht zu. Die will mich ärgern. Fangen wir mal ungewöhnlicherweise in... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Da ist was. Eine Krankenschwester. Ich habe ein bisschen Angst. Die Geräusche, oh mein Gott. Oh.
Alter. Also, man kann es ja auch echt ein bisschen arg übertreiben mit der grotesken Musik. Also, boah, ich bin jetzt schon fertig mit Nerven.